So, wo müssen wir jetzt hin? Nein, wir machen das anders. Wir machen das jetzt so wie die ganzen anderen großen YouTuber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Secret of Mana. Es begrüßen Sie, Lemina und Steven Regner. Yay! Auf geht's! Ich hätte den langen Namen. Regner hätte vollkommen ausgereicht. So, ja, okay. Das ist das Problem, wenn man sich immer vorstellt, weißt du? Immer ja. Mit seinem ganzen Namen. Richtig. Du sagst ja am Telefon nicht auch immer so, hallo, hier ist Steven. Ja. Da sag ich aber auch nicht Regner. Ja, ich weiß. Aber du weißt, was ich meine. Ja. So, da wir gespeichert haben, müssen wir jetzt leider den Weg wieder zurück, denn man könnte natürlich auch den gleichen Weg, einfach den man reingegangen ist, im Schloss wieder rausrennen. Mhm. Macht man aber normalerweise nicht. Normalerweise quatscht man. Da ist die alte Omi. Alte Omi an. Soll ich euch noch draußen zaubern? Jetzt zaubern wir einen direkt nach draußen. Ja, bitte doch. Oh, krass. Ja. Dann musst du nicht durchs ganze Schloss laufen. Richtig. Ich verstehe. Wir müssen zu Hagen. Hörst du mich? Komm sofort zum Wasserpalast. Wer ist das? Das war Aquaria. Sie braucht meine Hilfe. Ich muss sofort zu ihr. Oh mein Gott, ich habe schon wieder eine Frau vorher gelesen. Ja, wir wussten es aber nicht. Ich komme mit. Ich müsste zwar zu Hagen, aber alleine kann ich ihn sowieso nicht retten. Ja, war mir klar. Wir können ihn ja zusammen befreien, nachdem wir bei Aquaria waren. Ich will auch mit! Zu dritt ist alles viel einfacher, oder? Na, selbstverständlich doch. So, für den. Ich finde voll krass, dass das Kleinste hier. Die sieht doch voll jung aus, ja? Die kriegt eine richtige Axt, ey. Ja. Oh. Weißt du, an was mich die Prinzessin erinnert, ey? Kennst du den Film Aladdin? Die Prinzessin hat auch so einen Push-Hosen an. War warm soll es eine Prinzessin sein. Was? Ist es denn überhaupt eine Prinzessin? Wer? Wo? In dem Film? Nein, nie. Also das weiß ich nicht. Ja, gut. Das ist eine gute Frage. Naja, eigentlich ja, klar. Nein. Sie nicht? Nein, Mann. Na doch. Nein. Na, ihr Vater ist doch König. Also muss sie doch Prinzessin sein. Ja, hat auch wieder recht. Ich hab keine Ahnung. So, aber wir gehen jetzt zum Wasserpalast. Zu Aquaria. Zu Aquaria, genau. Um das Spiel dahingehend leichter zu machen, nehmen wir jetzt eine zweite Waffe, eine Lanze. Und die versuchen wir jetzt auf dem Weg dahin aufzuleveln, auf Level 1 zumindest, sodass wir halt die Waffenfertigkeit aufladen können. Oh nein, eine Ballonkette. Oh nein. Nicht gut. Nicht gut, gar nicht. Du bist benebelt. Ich bin benebelt, ja. Ich könnte das jetzt mit dem Orb wegmachen, aber ich will es ja gar nicht wegmachen. Verbrauchst du dann die Orbs? Naja, nicht die Orbs, Heilkräuter nicht. Mit dem Heilkräuter könnte man das. Achso, ich wollte kurz sagen. Ja, komm hoch, Bienchen. Nein! Lemina, erreicht Level 6! Ist ungünstig, wenn die Begleitungen die Monster töten. Weil dann bist du nicht aufgeleffelt. Ja, genau, weil ansonsten kriegen die nämlich das volle Waffenlevel sozusagen. Also das volle Waffenlevel zugeschrieben, obwohl ich es eigentlich gebraucht hätte. Sie braucht die Peitsche. Zack. Ah, ist natürlich Supino. Das ist die Abkürzung zum Wasserpalast. Ah, die, wo am Anfang geredet wurde. So, da befinden wir uns jetzt also auf dem Weg zu Aquaria. Zum Wassertempel. Ich hab's wieder getan. Was hast du ihr gegeben? Ich hab's einfach wieder getan. Ich hab schon wieder das falsche gemacht. Ich wollte eigentlich heilen und hab das Fass aufgesetzt, das mega toll aussieht, aber es ist überhaupt nichts bringt hier. So, ja. Eigentlich solltest du dich wahrscheinlich vor Schaden schützen, oder? Ich weiß nicht, was das Fass genau macht. Ich hab's vergessen. Ich find's nur witzig. Hier sind Fische. Hier sind Fische. Warum sind hier auf einmal Fische? Hier sind Fische, weil unser Wasserpalast
von bösen Mächten heimgesucht wurde, wie auch immer man das sagt. Aber das erfährt man eigentlich, wenn man zur Aquaria reingeht und nicht erst hier hinten draußen langläuft. Aber nein, oh, um Gottes Willen, ganz falsch, ich bin wieder ausgelaufen. Oh, jetzt sind sie alle drei wieder da. Machen wir einfach einen auf Schnelldurchlauf hier, machen wir einen auf Speedrun-mäßig, so. Okay. Also du lässt die Fische Fische sein. Wir lassen die Fische Fische sein. Was zum... Hey, der sieht süß aus. Ein sehr niedliches, kleines Tierchen. Das Problem ist nur, man kann es sehr schwer töten, weil am Anfang macht es eigentlich gar nichts, außer dich anzuspringen und süß zu sein, wie eine Katze. Später dann aber verwandelt es sich in ein blaues Dino-Monster und fängt an, dich aufzufressen, was sehr nervig ist. Man könnte also sie vom Spiel beklagen, das kann ich mir nicht mehr beklagen. Und war es auf herkömmliche Weise versuchen zu töten und eine endlos lange Zeit mit dem Kämpfen, weil sie ständig wieder heilt. Oder aber man nimmt die Hilfenahme eines hübschen kleinen Glitches. Da wir die Lanze aufgelevelt haben, zeige ich dir jetzt mal etwas, wie man ganz schnell ganz viel Schaden austeilt. Okay. Ich hätte den Controller vorher aktivieren müssen. Falsch. So. Die Lanze ist ja nun auch Level 1. Das haben unsere Zuschauer ja nicht gesehen. Und jetzt ist der Gegner tot. Das war schnell. Das war sehr schnell. Der Hintergrund ist einfach den kann ich beim späteren Bosskampf auch nochmal erklären, ist, wenn ich die Waffe gedrückt lasse und auflade, dann hat der hier nur eine Waffenaufladung. Mhm. Wenn man sich das bei dem Schwert anschaut, dann hat er zwei Waffenaufladungen. Ja. Das Gute an dem Spiel ist, es kann hochrechnen. Das Problem ist aber, wenn man einen zweiten Controller hat und dann zu der schlechteren Waffe tauscht, also wir tauschen jetzt das Schwert mit der Lanze, das Spiel kann zwar hochrechnen, aber nicht runterrechnen, und so kriegt man pro Frame eine zusätzliche Aufladung. Und maximal kann man eigentlich 8 Orbs haben, also 8 Aufladungen maximal haben. Mhm. Mit diesem Glitch, den ich gerade angewendet habe, kann man aber dauerhaft 999 Damage Rolls machen, also Schaden anzufügen. Und kann die Waffe bis zu 80 Mal aufladen, was 10-mal so viel ist, wie es offiziell erlaubt ist im Spiel. Oh. Was ist das da? Froster. Ich danke euch. Mein Name ist Froster. Ich werde euch helfen. Von nun an könnt ihr über meine magischen Kräfte verfügen. Steffi kann meine Heil- und Verteidigungsmagie benutzen. Yay! Wie sie sich freut. Und Lemina, meine Angriffszauber. Yay! Und du kriegst nichts. Und ich gehe leer aus, wie immer. Oh. Und ich? Eines Tages wird dein Schwert mächtiger als jeder Zauberspruch von mir sein. Zur Not kann Steffi aus deinem Schwert ja eine Eisklinge machen. Dann kannst du auch die Gegner verzaubern und zu Schneemännern machen. Hier habt ihr noch eine neue Mana-Waffe. Ein Speeralben. Yeah! Gehen wir? So. Wohin gehen wir? Froster schließt sich an. Jetzt hast du 4 Charaktere? Na... Haben wir nicht. Wir haben, das zeige ich gleich, nachdem dieser Dialog zu Ende ist, was mit Froster ist. Ich muss gleich mal meinen Zauber ausprobieren. Genau, das machen wir jetzt nämlich auch. Wir gehen jetzt ins Inventar und wie wir sehen, sind wir im Inventar nichts. Des Junge. Er hat natürlich nichts. Also müssen wir zum Beispiel zu dem von Steffi gehen und sehen hier plötzlich einen neuen Reiter, wo Magie ist. Froster. Jetzt können wir uns selber heilen mit Kraftwasser. Wir können eine Heilaura machen, die uns beschützt vor eingehenden Schaden. Oder aber wir können einfach sagen, hey, gib mir mal eine Eisklinge. Und diese Eisklinge hält, glaube ich, unbegrenzt lang, aber hat nur gewisse Aufladung. Also von der Zeitdauer ist sie unbegrenzt, aber die Aufladungen sind halt. Also das heißt, wenn der jetzt zum Beispiel 3... Und dadurch mache ich mehr Schaden und kann die Gegner außerdem zu Schneemännern machen.
So, jetzt ist der Schwertzauber leider weg. Aber das ist gar nicht so wichtig gewesen eigentlich, weil darum ging es also ja sozusagen nicht. Verzauberst du sie und hältst sie im Stun. Wenn es dir zum Beispiel zu viele zu viele Gegner auf einmal sind. Genau. Oder wenn ich jetzt weiß, dass ich schnell wegrennen möchte, sozusagen, ich möchte nur schnell durchkommen, dann mache ich das natürlich auch. Ich hasse das. Das ist das wie die Pest. Die Mine ist hinüber. Steffis Waffe ist aufgelevelt. Ja, yay! Super toll. Schnell weg. Aber das wäre ja dann die Lanze, oder? Dann hat sie ja auch jetzt Level 2. Kann sein, ja. Warte, wir können es einfach mal testen. Yay, Rennglitch. Oh Mist, jetzt ist er kaputt. Nee, geht nicht. Sie kann jetzt nur auch Level 1 machen. Ach so. So, jetzt gehen wir hier erstmal rein. Haben keine Waffe mehr in der Hand, das ist gut, das bedeutet immer, hier ist nichts Böses passiert. So, öffnen das. Hier hin, gehen hoch. Gehen die Treppe hoch, gehen hier hin. So, aktiviert. Da steht Froster, nee, Aquaria. Ich gebe dir Kraft. Tada! Und jetzt das Spiel speichern. Sind wir alle wieder voll geheilt. Mit Frosters Hilfe kannst du den Orbschalter im Lava-Tempel betätigen, um die Lava zum Erkalten zu bringen. Perfekt. Ja, der Orb ist nicht für dich, der Samen da oben. Der Orb ist nicht für mich. Ja, haben wir ja schon. Stimmt. Gut. Jetzt haben wir also mit Hilfe der Froster-Magie, weil ich habe dir ja vorhin zwar gezeigt, dass Steffi Heilzauber machen kann, aber Lemina kann natürlich die Angriffszauber und da ist zum Beispiel die Frostwelle bei, der Säureregen oder der Energiesog. Ah, okay. Und mit Hilfe eines solchen Angriffes können wir im Lava-Tempel, wo die Kobolde waren, wo wir den unendlich Geld-Glitch gemacht haben. Ah, den. können wir sozusagen uns Zutritt verschaffen. Mit einem Schlag, der Puschel. Ah, das war schlecht. Oh. Daneben fast. Oh, jetzt wird's ja. Makaber. Sehr makaber. Die hat eine Kiste. Eine Kiste. Mal ein bisschen dran schütteln, dann hinschlagen. Ja. Heilkräuter. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir entweder erst in den Lava-Tempel gehen oder ob wir gleich sagen, ach, Lava-Tempel ist mir eigentlich erstmal egal. Nebensächlich, wir gehen erstmal Hagen befreien. Okay. Das kann man halten, wie man es gerne will. Und welchen Weg schlagen wir ein? Wir schlagen den ein, der schneller geht. Wir gehen jetzt nämlich, wie ich in Folge 1 schon versprochen hatte, nee, Folge 2 war es, glaube ich, endlich zu unserem Rastafari-Mann und nehmen einen Flug. Yay! Und jetzt auf in die Kanone! Die lebende Kanone sozusagen. Ja, jetzt sind wir die menschliche Kanonenkugel. Und haben wir wenigstens Fallschirme bei? Nein, das wirst du gleich sehen. Oh weia! Wir werden einfach einen Meter hoch in den Himmel katapultiert und ja, fallen dann einfach irgendwann runter. Wenn wir Glück haben, erschlagen wir dabei einen Gegner. Ja! Wow! Das ist das schlecht platzierteste NPC. Der schlecht platzierteste NPC aller Zeiten in der Spielgeschichte. Weil du auch im späteren Spielverlauf, immer wenn du landest, ihn immer wieder triffst. Okay. Und ja, je länger du auf ihn drauf fällst, irgendwann machst du halt, weil du ein hohes Level erreicht hast, so viel Schaden, dass er instant stirbt. Oh, jetzt können wir nur mal spaßeshalber gucken, ob eine Waffe von uns erneuert werden kann. Ja, kann es. Die Lanze beispielsweise, die wir für Glitches oft benutzen, sollten wir vielleicht mal machen. Der Boomerang, okay, den nehmen wir einfach auch. Die verändern dann übrigens auch den Namen. Das ist Exoteller. Ah, also das heißt, alle leuchtenden Gegenstände kannst du automatisch aufwerten. Ja, dann. Genau. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Da haben wir, glaube ich, die Echse erschlagen. Ja, hier haben wir dieses oder die Blume? Pflanzenvieh erschlagen. Ah, okay, Pflanze was.
Tja, Steffi hat den Weg wieder nicht gefunden. Also die Wegfindung in diesem Spiel ist wirklich grandios. Ist ungefähr genauso gut wie meine Wegfindung, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Naja, wir werden ja wahrscheinlich den Weg irgendwann finden. Ah ja, genau. Hier. Wir brauchen eine Axt. Lass mich durch. Ah. Oh Mist. Warten. Hab daneben geschlagen. Und deswegen aus der Hab. Irgendwie ist das falsch, glaube ich. Irgendwie ist das hier richtig falsch. Es ist nicht nur halb falsch, sondern richtig falsch, ja. Das ist nicht nur halb falsch, das ist richtig falsch. Ja, wo ist der Eingang zum Lavatempel? Das ist eine gute Frage. Vielleicht weiter hoch?